Heute ist Ostersamstag und an dem Tag findet immer der Paderborner Osterlauf statt. Und das ist ein richtig toller Lauf und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier. Hier sieht man einige Läufer im Zielbereich beim Paderborner Osterlauf. Der erste Lauf des Tages war der Bambini-Lauf und ich habe ja schon viele Läufe erlebt, aber ich muss ehrlich gestehen, so einen großen Bambini-Lauf habe ich bisher noch nicht erlebt. Eigentlich wollte ich mir den Bambini-Lauf nur angucken, aber jetzt bin ich mittendrin. Auf dem Veranstaltungsgelände gab es natürlich auch ein kleines Volksfest. Und gleich geht's auch schon los. Hier wandern die Läufer vom Vorstartbereich zum eigentlichen Start, um sich direkt hinter die Elite-Läufer einzureihen. Unterwegs gab es auch wieder viele Stellen, wo sich die Menschen gesammelt haben und die Läufer angefeuert haben. Ich habe noch versucht, einige der Elite-Läufer vor die Linse zu bekommen. Ich habe nicht alle vor die Linse bekommen, aber einige und die will ich euch einfach mal zeigen. Es ist alles im Preis von drin, Leute. Hauptsache euch. Neben der Strecke gab es natürlich auch wieder Orchester und Samba-Trommler. Und jetzt nähern wir uns auch langsam schon dem Ziel und im Ziel war natürlich auch wieder einiges los. Da steigen die Schiedsrichter der Hinterrichtung ein. Alles kurz, was ihr erzählt. Von den Inlineskater-Wettbewerb hätte ich auch gerne einiges mitbekommen, aber dafür hat die Zeit eben einfach nicht gereicht.